passare. Grazie. Also ich habe in Domodossola angefangen, das ist auf 272 Meter und dort hat es natürlich eine Stadt und es hat auch Palmen, es hat Verkehr, es hat Metall, Plastik, Holzbänke, also bearbeitetes Holz. Und wenn man höher rauf geht, kommt man in den Wald und irgendwann hört auch der Wald auf, Dörfli hören auf, irgendwann hat es nur noch Gräser und Steine, irgendwann hat es nur noch Steine und irgendwann hat es nur noch Eis und Schnee, ganz auf dem Gipfel. Und ich bin von Domodossola auf den Weissmies, also von 272 Meter auf 4017 Meter. Und die Veränderung des Klang auf so engem Raum ist unglaublich, wie sich die Vegetation verändert. Das ist wirklich eine riesige Reise eigentlich. Ich mache alles zu Fuß, den ganzen Weg. Und wenn mich etwas interessiert, klanglich, dann bleibe ich stehen und nehme das auf und nehme auch Umgebungsgeräusche auf. Ich arbeite nur mit der Umgebung. Ich habe nichts. Ja, einfach die Stöcke und arbeite wirklich mit dem, was ich finde.
Grundidee ist schon, so wenig wie möglich einzugreifen in die Umgebung. Also, ich tue nicht Sachen arrangieren, dass es besser tönt. Oder habe jetzt nicht x verschiedene Stöcke dabei, sondern es ist einfach der Stock. Und ich arbeite, ich will wirklich auf das Material eingehen, das ich finde. Das ist eigentlich, das Material ist im Zentrum, also die Gegenstände, die ich unterwegs antreffe. Das ist mir extrem wichtig, dass wirklich dass die Sachen so tönen, wie man so hört. Also mach mal da. Also. Dann ist es fertig. Dumm? Gut.